ne, so dieses Verpassen auf einmal, dass dann Ende ist auf einmal und ich kann die Lochkarten nicht mehr sammeln oder so. Oder muss sie im Nachhinein sammeln. Und nichts hasse ich mehr, als wenn Sachen noch offen sind, nachdem ich die Story durchgespielt habe. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt DLC auch spielen werden, weil mich begeistert das Spiel so sehr. Ich möchte unbedingt wissen, was das Spiel noch so bietet. Also ich glaube, ich muss erstmal da hinten gucken. Da hinten auf der anderen Seite ist auch nochmal irgendwas in der Richtung. Keine Phobie oder so, aber ich mag Hunde nicht aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil die meisten stinken und ich sehr geruchssensibel bin. Ah, okay, das kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen, ja. Ich finde zum Beispiel auch nicht so geil, wenn Hunde so krass sabbern und sowas. Bei manchen ist es halt echt übel. So ein bisschen ist es schlimm, weil das finde ich halt echt richtig disgusting teilweise. Was geht, Lizzie? Wo ist sie? Hallöchen, schnell ihr Wald! Na, Elia, was geht? Wie ist die Lage? Kann ich hier ein bisschen Trash einsammeln, bitte? Da. Da ist irgendwo eine Karte. Plastikteile. Mich hat als Kleinkind auch mal ein Hund gebissen und lag dann mega lange im Krankenhaus. Meine Oma hatte mich damals gerettet. Gab dann Leute, die meine Angst vor Hunden ausgenutzt haben und extra ihre Hunde auf mich gehetzt haben. Das tut mir sehr leid, Ellie. Das ist beschissen. Das war Arschlöcher. Absolute Arschlöcher. Ich finde, ob sich jemand nachher mit Hunden konfrontiert sehen möchte oder nicht, sollte jedem selbst überlassen bleiben. Mir ist zum Glück nie was krass Schlimmes mit Hunden passiert. Also einmal, zum Glück war, es war 2019 oder so, also kurz vor Rona. Da war ich irgendwie, da hat mein Bruder noch in seiner alten Wohnung gelebt. Während der Zeit hatten seine Freundin, damals noch Freundin, jetzt sind sie verheiratet, und er halt noch eine gemeinsame Wohnung gesucht. Und da war halt irgendwie da hat mich, glaube ich, der Hund von den Leuten, wo er gewohnt hat, also der hat mit den Vermietern auf einem Grundstück gelebt, der hat mir auch einfach schön in die Hand gezwickt, weil das halt auch so ein Doggo ist, der nicht so ganz gut erzogen wurde. Fand ich auch toll. War zum Glück nicht schlimm, der hat nicht richtig gebissen oder so, das war halt schon unangenehm, das hat man halt auch ein paar Wochen danach noch gesehen. War zum Glück nichts Schlimmes, weil, keine Ahnung, ich muss sagen, ich hatte dadurch, dass dass der Hund von meiner Tante mich damals einmal umgeschmissen hat, und ich meine, ich war halt damals schon relativ klein, und der Doggo von meiner Tante hat mich im Maisfeld umgeschmissen. Eigentlich nur wahrscheinlich, weil er sich so ein bisschen gefreut hat. Aber leider ein bisschen zu sehr gefreut, dann habe ich mich voll umgeworfen. Und das habe ich halt auch so ein bisschen, dadurch habe ich immer so eine gewisse Vorsicht gegenüber Hunden. Obwohl mir nicht mal was Schlimmes passiert ist, das ist ja das Wilde. Mir ist ja nicht mal was Schlimmes passiert, wie jetzt na Ellie oder Celine oder so, überhaupt nicht. Aber selbst das hat schon gereicht, sodass ich immer so eine gewisse Grundvorsicht habe und erstmal eine so gewisse Grundskepsis Hunden gegenüber. Obwohl ich das gar nicht möchte, aber ich kann das gar nicht kontrollieren. Das ist ganz weird. Es ist auch immer nur so ein Moment, wenn ich merke, okay, das Tier ist fein, dann ist auch immer alles gut, aber ich habe immer so eine gewisse Grundvorsicht. Leute, die Runde als Waffe gebrauchen, gehören fucking weg, ja, ist halt echt. Ich denke aber, in der Unterstadt habe ich nicht gesucht. Vielleicht sollte ich da nochmal vorbeidüsen schon mal. Hab ich einen Glitch in meinem Kopf? Elia! Elia, bitte! Was? Ja, was? B
bist jetzt hier reingekommen, um deinen Lang zu zeigen, ne? Lissy? Elia? Oh, ey. Jetzt ist deiner ja länger als unser aller. Und, oh Gott. What the fuck willst du von mir, Alter? Willst du mich verarschen? Ich meine, das ist richtig kurz. Also ich finde, du solltest erstmal mit Woody Schwerter kreuzen, wenn ich ehrlich bin. The fuck? Ich bin gerade mit dem Sarkasmus und dem Potenzial überfordert. Da muss aber bei Ellie auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Warte mal, jetzt muss ich... Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich kreuz hier nichts. Sicher? Sicher? Hallo, Spursi! Wann ist das passiert? Willst du mich verarschen? Ellie, bitte! Weiß nicht, was ihr meint. Ja, ey. Weiß nicht, was ihr meint. Guck mal, ich habe den längsten E-Penis der Welt. Ein lilanen E-Penis. Ja, toll. Ich möchte, dass sich Elia so richtig, richtig schämt. Ich möchte, dass sich Elia so richtig, richtig schämt. Ja, und deswegen sage ich jetzt herzlichen Glückwunsch zum lilanen E-Penis. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt richtig schmutzig. Und ich bin fucking stolz auf dich. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir? Aber wisst ihr, was das Spiel mit mir macht? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Was wollen die von mir? Das ist einzig... Wirklich, das Spiel ist großartig. Das einzig Schlechte an diesem Spiel ist einfach das Wayfinding. Wie soll man hier überhaupt irgendwas mal finden? Konzentrierst du mal auf den Stream, danke. Ja, ja. Ja, ja. Wer ist Lizzie? Keine Ahnung, das ist irgend so eine komische Streamerin, glaube ich. Ist die da im Fernseher? I'm proud. Ich bin sehr proud jetzt. I mean, wie lange kennen wir uns jetzt, Elia? Auch schon 3 Jahre, oder? Ewig kennen wir uns. Ja, für Internet ist es ewig. So, ich sneak die ganze Zeit richtig frech an dieser Quest vorbei, weil ich einfach nur die Lochkarten sammeln möchte. Guckt euch diese Karte an und lasst euch diese ganzen komischen blauen Pfeile und die Aufzüge auf euch wirken. Was macht das mit euch? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich möchte einfach nur diese weißen Flecken auf der Karte einsammeln. Das möchte ich gerade gar nicht machen. Was willst du von mir? Ich versuche nochmal den Aufzug da hinten zu nehmen. Vielleicht hilft das. Ich finde es gut, dass jeder deinen lila E-Schwengel begutachtet und genau anschaut. Das würde mich auch interessieren. Blaue Pfeile, lila Haken, alles wild gerade. Ja. Es ist alles wild. Scheiße, was ist dieser Aufzug? Wieso fährt der davon? Da unten ist dieser Aufzug und der fährt hin und her und das verwirrt mich jedes Mal. Wie komme ich hier runter? Wer bin ich überhaupt und wo? Oh. Ja, ich würde gerne springen. Ich habe richtig Bock drauf. Nach der Nummer mit Huxley, das war furchtbar. Das war absolut furchtbar. Ich mag das Spiel total gerne. Hast du es schon mal gespielt, Elia? Ich finde das auch absolut toll, wirklich. Das ist ein großartiges Spiel. Das einzig Schlimme ist wirklich die Wegfindung, aber ansonsten ist es wirklich klasse.
es konzentriert sich halt nur auf Story und das macht das Game so gut, finde ich. So, ich habe den Aufzug gefunden. Oh, das ist ein riesiger Bogi. Sieht so gut aus. Ich kann dir da einen Aufzug zu den Sternen empfehlen, der da. Ich würde jetzt auch den Aufzug zu den Sternen nehmen. Ist diese Lizzie auch verified? Ansonsten kann man die ja nicht ernst nehmen. Nee, ich bin so ein Glitch. Bin auch ein Glitch. Spuck runter auf die Leute, die Runde dich erziehen. Echt mal. Spuck auf euch. Spuck auf euch. Ich meine, hier gibt es zwar keine Hunde in Cloudpunk, aber... Also schon. Also ich habe ja einen Hund in Cloudpunk, aber er steckt in einem Auto. Das ist kompliziert. Wir haben eine komplizierte Beziehung zueinander. Oh, Lochkarte. Lizzie Glitch, I would let it into my computer. Finde ich gut. Noch eine Lochkarte. 7 von 20. Yes. Wäre es vielleicht klug, wenn wir schon mal in die Unterstadt fahren dann, nach den anderen Lochkarten gucken? Aber ich glaube, da habe ich schon alle eingesammelt, oder? Ich glaube, die hatte ich da absichtlich schon gesammelt. Bin mir nicht sicher. Hier ist auf jeden Fall noch eine. Der Hund steckt im Auto, ich werde nicht mehr, das ist ja so. Wir haben, also literally, wir haben ja einen Hundeautomata. Also eine Hunde-KI. Und wir mussten, und der Hund steckt da auch in einem Hundebot wahrscheinlich drin. Also diese Hunde-KI steckt auch in einem Hundebot. Ich wollte gerade sagen, so einer wird es sein, aber es ist kein Hundebot. Und wir mussten aber seinen Körper verkaufen irgendwann, aber haben noch die KI quasi behalten. Und jetzt habe ich irgendwie das Problem, dass ich mich wieder verlaufen habe. Und diese KI steckt jetzt in so einem Hover, also in so einem Auto drin. Und redet mit uns. Ich rede quasi mit meinem Auto. Aber eigentlich ist das Auto mein Hund. Das heißt, ich fahre in einem Hund. Die Orientierung durchgespielt, wie immer. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich weiß es doch auch nicht. Ich glaube, da sind... Wir müssen nach oben. Wo ist dieses oben? Wie komme ich da rein? Da sind Lochkarten in diesem oben. Komme ich hoch. Und verloren. Ich fahre in einem Hund, Lizzie 2023. Normaler Tag, ganz normaler Donnerstag. Man kann da Hundekörper verkaufen, was da wohl so ein kleiner, weißer, flauschiger Ball wert ist. Ja, ich glaube, der ist nicht so. Die sind nicht mehr so flauschig hier, die Tiere. Wo bin ich? Warte mal, eben war doch da noch eine... Wo ist denn die Lochkarte, die mir eben angezeigt wurde? Was ist hier los? Was ist hier los? Muss ich außen rumlaufen? Was ist dieser Ort? Wisst ihr was? Ich gehe erstmal was essen, ey. Boah, ich gönne mir erstmal Ramen. Welcome to Ashima Ramen and Seafood. My name is Eddie. Hi Eddie. What can I do for you? Oh, ich brauche endlich was zu essen, Mann. Traditionelles Sushi-Set. Sushi-Platte und Wasser. Wasser der Klasse 1. Die Art, die sie in der Sternenstadt bekommen. Keine Verunreinigung. Sushi-Platte mit 7 verschiedenen Inside-Out-Stücken. 2 Ebi-Nigiri und 2 Avokappa-Maki. Serviert mit Wasabi und künstlicher Sojasauce. Sushi-Set serviert mit einem traditionellen Holzteller mit 15 verschiedenen Inside-Out-Stücken. Scharf. Ich esse nicht so gern scharf. Ich nehme die Sushi-Platte. Hm. Thanks. Have a nice day. Have a nice day. Da geht schon los mit den letzten Lochkarten. Ja, das Ding ist halt, ich muss die jetzt halt natürlich unbedingt finden, weil sonst weiß ich, ich muss hier irgendwann nochmal herkommen, ne? Das ist so ein bisschen tricky dann.
So, wenn ich jetzt, wann dann? Ananas kriegt schon PTBS hier. Verständlicherweise. Wieso komme ich da nicht? Ich werde bescheuert. Wirklich, bei jedem anderen Game würde ich sagen, ach, fick doch die Lochkarten. Boah, ey, denkt ihr, ich habe in Assassin's Creed auch nur eine Feder gesammelt? Scheiß habe ich da gesammelt. Aber Assassin's Creed hat mich auch nachhaltig wütend gemacht. Meine zarte Psyche, wie redest du bitte? Ich rede sehr, sehr sanft auch. Deswegen ist das Loch in den Lochkarten. Was? Was? Elli. Ich finde, wir sollten einmal kurz... warte. Einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen, was das Elli Note Emote. Wisst ihr was? Ich lass es einfach mal. Ich lasse es einfach mal so für sich stehen. Ich lasse es mal für sich stehen, wenn ich den Bot auch aktiviert habe. Elias Inote. Jetzt habe ich dich Elias genannt. Die macht das nicht. Warte mal, anders. Elias, das macht nur Hans. Ich merk schon. Das dauert ein bisschen. Der andere Bot dauert ein bisschen. Ach du Scheiße. Dann kann das nur Hans, verdammt. Hans einfach frecher. Wie oft bin ich eigentlich schon hier durch die Gegend gefahren? Kann mir das mal jemand erklären? Ich komme nicht klar hier. Ja, ich glaube, wir müssen dafür in den Club und da komme ich nicht rein. Kann das sein? Kann das sein, dass es wirklich erst später kommt? Oder habe ich da eine Chance verpasst vor einer Weile? Weil wir sind doch da oben gewesen wegen Huxley, oder nicht? Komme ich da vielleicht gar nicht mehr hin? Ist kaputt? Ist alle oder was? Weil hier ist zu. Hier ist zu. Ja, wisst ihr was, sonst weiß ich nicht, scheiß drauf und wir machen erstmal so weiter. Gehen erstmal die Quest machen. Ja, ich weiß nicht, ob man das verpassen kann. Das ist so meine Angst, dass man die Quest halt irgendwann einfach nicht mehr machen kann. Wird zum Dev nicht passen, okay. Please remember. Is punishable by death. Those who wish to experience or perform jazz okay. Must apply for a yearly permit. Da, da, da. Hi. Bin völlig fertig von der Suche, ne? Ich finde nichts ist frustrierender, als nach Sachen zu suchen, um dann festzustellen, dass man die nicht findet. Sind die nicht in Elden Ring, wo man falsch abbiegt und die Quest ist weg? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Kann mir das in Bloodborne passieren? Frag für eine Freundin. Ich muss demnächst Bloodborne spielen. Hallo Frank! Na, du Geiler, wie geht's dir? Hi. My name is Rania. I'm a delivery driver. I don't normally take passengers.
Wir sind jetzt ein Taxidienst. Ich habe gerade eine Schiefe bekommen. Wir sind jetzt ein Taxidienst. I can't believe it is really Dolly. Can I ask you a question? You may. Your new song is so good, but on your second album, on Dream Bop Candy Droid, were you singing about your first breakup? Oh, for crying out loud. Camus. No, Camus. I was singing about the pressures of my Dream Bop world. Sometimes it is very lonely. Dream Bop world. I am sure it must be tough to be so rich that you can't tell if the people being nice to you really even like you. That is... This was not a very nice thing to say. Durch die Gegend. I'm sure she can go home and cry herself to sleep on her big pile of money. There is more to life than material success. Says the rich pop star. Give me a break. Can I ask an additional question? You may. On your third album, on the song Second Skin, you sang... Metal skin, scales or rubber, I'm your dream girl, bubblegum lover. Does the second skin mean their clothes? Yes, but it also means I believe love exists for all beings. This makes me happy. Kann die mal sagen, wo sie hin will? Dolly's new album, Dolly and the Symbiosis Dream, coming to stores in March. Tank für dich billiger. Pre-order for the bonus special edition. Okay. Please let this be over soon. You are moody today. No shit, Camus. You remember who we just lost? Ow. I remember Huxley. Don't say I forgot him, because I didn't forget. All right, don't get upset. I'm sorry. I also feel lost sometimes. Or I want to get lost. No one knows me. Ich fühle mich auch verloren, weil die gute Frau nicht sagt, wo wir hin sollen. You are Dolly. I am Dolly. I am the real Dolly, the first. Wait, what does that mean? Moment, gibt's mehrere? I am not permitted to explain this any further. Oh, gibt's Klone? I forgot to say, please just drive to the west for now. You act like an automata, right? Like that's the act? You speak and act like an AI girl, but you're a real grown woman. I am what the audience needs me to be. They recreated me. Okay. They copied you. Made an AI that looks like you. I am not supposed to say. Sie meinte, sie sei das echte Mädchen. Die Frage ist, ob sie die eine KI ist oder ob sie ein Mensch ist, der so agiert mittlerweile als wie eine KI, weil es von ihr mehrere so, gibt. Fucked you too, huh? The corpse, the media, Nivalis. I was replaced. I was Dolly before Dolly was taken by the audience. And when the audience bought shares in my persona, someone needed to manage the IP. That's when they took control of me, piece by piece. My name, my face, my songs, my dances, my personality, the way I talk, the words I say. I came home one day to find my apartment locked. My key card did not work. Fuck. I tried to get a cab and found my credit was declined. I called on my mother and the number was blocked. The whole time, a billboard with my face looked down on me, mocking me. I called CorpSec, and they said I could be arrested if I told anyone I was the real Dolly. Who is the new Dolly? Sahela. They said it was going to be an automata. It would take some of the workload off me so I could have a holiday. Oh, okay. They said it would have my memories and experiences and knowledge. They'd been mapping my consciousness with the neural implant they gave me. That's so awful. Also sie ist auch irgendwie they replaced me with another girl, another human. Fuck. She barely even looks like me. But people will know. No. They don't notice. They've been using her likeness for a year now. So, what do you want to do now? Where do we go? I need to make a decision. My future is over.
They are looking for an excuse to imprison me forever. If I break my contract, mention who I really am, I'll be put away forever. I was going to face them, gatecrash the live interview, which is happening in 15 minutes. Unless you have any other ideas. Start again. New name, new career. Oh. Move on. It'll be hard, but... There is nowhere I could go. I am forbidden to work, to have money. Leave the city. Why stay in Novalis? Head out to the Eastern Peninsula, my old home. Kann in Events gehen. I would not survive there. Einfach Glow-Up-Filter. Mhm. Eigentlich ist das mein wahres Gesicht. Das wissen nur Leute, die mich kennen. You might. You'd have a better chance than here. Okay, das ist krass. I do not know. I can't decide. Do what you think is best. Take me wherever you please. Sie ist also nicht nur einfach ein echter Mensch, sondern man hat sie halt auch noch kompromittiert, indem man ihr wahrscheinlich auch wieder irgendein Chip eingesetzt hat, ähnlich wie bei Pashta, wodurch sie wohl auch eine gewisse Wesensveränderung dann hat und kontrolliert werden kann. Das ist mega gruselig. Aber davon abgesehen, dass man von ihr einfach einen Klon erstellt hat, der quasi alles für sie macht. Lochkarten! Parkplatz. Oh, ich würde sagen, wir bringen sie zum Bahnhof, wa? Ich würde ganz gerne erst die Lochkarten sammeln, glaube ich. Obwohl, nee, wir geben sie mal beim Bahnhof ab. Ja, also wir haben die Wahl, ne? Wir können sie zum Fernsehsender bringen, ne, wie wir es machen sollen. Wollten, laut Auftrag. Oder zum Bahnhof, damit sie fliehen kann, vielleicht. Oder noch irgendeine Chance hat. Hallöchen, Relic. Bring sie zu Pashta, sie soll sich um sie kümmern. Zwei Probleme gelöst. Dann sitzt Dolly bei mir zu Hause. Und Corpsack sitzt dann bei mir mit Auto auf der Couch nachher. Ganz bestimmt. Do you miss home? Yes. Will I like it outside, Novalis? I don't know. Will they accept me? They take in anyone who is willing to work, but they will be suspicious and it won't be easy. I can call some old friends back home and ask them to help you out. No, I have to do this myself. Well, good luck, Dolly. Maybe you will come back someday? Maybe you will release the fifth album? No, Camus. I didn't like the music I made. It wasn't really me. It is sad that no one will hear you sing again. Oh, don't worry about that. I'll never stop singing for anyone who wants to listen. I won't let them win. That's what Rania doesn't understand. They don't win until your music stops. Cool, wir haben Poster von ihr bekommen. Faster. Noch mal mit jemandem sprechen. Sie ist ein Klon. Nee, sie nicht direkt. Sie wurde geklont. Just about, Control. Do you ever worry they'll replace all of us with automata? Not for a second. Or worse, just replace us with other people who aren't broken yet? Everyone and everything in this city is broken. Two more Hava crashes in the last hour. And they say the food dispensers in Diver Row are only serving up shrimp chocolate bars. But hey, it keeps you on your toes, right? You doing okay out there? Yeah, I'm fine. You know, I was thinking about your flute playing. Did you ever... I don't want to talk about that. All right, kid. All right. I got a job for you. It's not great. Just tell me where to go, Control.
You remember the contract for a client called Gil? Yeah. Yeah. You know, at the time, I thought that was the worst job I'd ever do. Nothing like a night with Cloudpunk to shift your perspective on what a bad night can be, right? Well, there's a family member of Gil's that wants to ask you some questions. They even paid the call-out fee, so as far as the company's concerned, you gotta go. Ah, remember when we used to deliver things? That's the spirit. If you're giving me attitude at this point, you're all right. Look, you don't have to say anything special, but you don't have to take any crap either. Just go and listen, answer their questions, then get out of there nice and easy. On my way, Control. Uff. Mala. Hallo, Mala. Die Dolly war kein... Nicht direkt. Die wird halt irgendwie kompromittiert worden sein mit dem Chip. Sie wurde eher geklont, damit sie halt mehr Leistung erbringen kann. Aber gleichzeitig wurde halt auch ihr Leben gestohlen. Das ist halt echt creepy, was die für eine Macht über sie haben. Are you alone? Mom lets me hang out here. I like to watch the traffic go by. I'm Mala. She lets you out here by yourself? Yeah, I like to see the different hovas. And Mom says the air is nice and clean by the roads because the vapor from the engines helps. Back home, it's smelly because of the factories. You live near the factories? I guess this is the best place for you to play, then. Mom says it's safe as long as I don't talk to the police people. But strangers are okay. Okay. I guess that makes sense. So you like the Havas? Yeah, I want to race one day. The desert races in the wastelands? No, I like the street races. I've met a racer tonight. Really? Who was he? He calls himself Never Slow Joe. Wow! Never Slow Joe? He is good. I have something for you then. You want this card? Die Karte. Die Sammelkarte. Oh, cool! I didn't have this one yet. Thanks. He is not like the best, but pretty good. Who's the best, then? Scuttle Runner, maybe the Bandit Queen? Oh, I know, Jane Turbine! Are those their real names? No, silly. You need a special name when you become a racer. Well, it was nice to meet you. I've got to run. See you, Mala. Oh. So, ich würde sagen, wir haben es jetzt 4:30 und ich habe noch Dinge zu erledigen. Das ist ja auch schon wieder 5,5 Stunden. Deswegen würde ich mich langsam verpieseln. Dann sehen wir uns morgen nämlich theoretisch wieder.